Hey, you, can we talk? Wie kann ich mich selbst motivieren? Vielleicht ziehen wir es ein bisschen anders auf. Wenn Klienten zu mir kommen und sagen, ja, ich möchte mich selbst motivieren, mir fehlt Motivation. Stimmt das? Immerhin sitzen Sie ja bei mir und Sie reden mit mir. Ihr schaut euch das Video an. Motivation ist da. Möglicherweise wird sie nur für etwas benutzt, was mir momentan unwichtig ist. Ich würde gerne die Motivation für was anderes benutzen. Und wir können sogar noch ein bisschen genauer über Begrifflichkeiten reden. Denn was wir umgangssprachlich als Motivation bezeichnen, ist eigentlich gar nicht das, was wir meinen. Motivation ist lediglich der Grund, etwas zu tun. Das ist die Motivation. Es zu tun ist die Volition. Das wird so schön geteilt in zwei Häppchen und wir tun uns da einen Gefallen mit, wenn wir das auch so betrachten, wenn wir was ändern möchten, wenn wir Einfluss auf uns nehmen möchten. Denn vielleicht sagst du, ja, ich möchte ins Fitnessstudio gehen und ich schaffe das einfach nicht. Mir fehlt da Motivation. Ja, denk dran, das ist die Motivation, der Grund, dahin zu gehen. Wenn ich mich jetzt aber darum kümmere, ich möchte ins Fitnessstudio und ich schaffe das nicht, ich sitze auf der Couch, ich gehe da einfach nicht hin, ja, dann bausche ich die Handlung auf. Ich kümmere mich jetzt um das, was ich gerne tun möchte, habe nur noch keinen Grund. Und die Motivation, der Grund steht halt nun mal vor dem Tun. Es ist ganz wichtig, dass du dir immer den Grund, warum du ins Fitnessstudio gehst, vor Augen hältst. Mach dir klar, warum. Und dann, das ist die Lösung. Der Grund, das Tun. Mit dem Grund fängt es an. Lenk deine Aufmerksamkeit, lenk deine Gedanken immer wieder auf diesen Grund, warum du etwas tun möchtest. Du beschäftigst dich automatisch jetzt viel mehr mit der Sache, viel mehr mit dem, was dann hinten rauskommen soll. Und je mehr unser Kopf, unser Hirn damit beschäftigt ist, warum wir das tun wollen, umso mehr wird darauf drängen, dass wir dann auch ins Sportstudio gehen. Denn er beschäftigt sich die ganze Zeit damit. So machst du das seit deiner Kindheit. Deine Gedanken drehen sich nur noch um das eine Ding. Ja, und dann wird das auch beim Spielen mit einbezogen. Es wird die ganze Zeit daran gedacht. Deshalb ist die Motivation so wichtig. Nur da ist sie. Die Kraft, die Energie. Es geht nur darum, das in die richtige Richtung zu lenken. Hey, you, I saw you from the distance. Hey, you, can we talk?